B1.0. Die Parabel P1 verläuft durch die Punkte P-2-2 und Q8,3. Sie hat eine Gleichung der Form y ist ax² plus bx plus 3 mit a Element r ohne 0, b Element r und Grundmenge ist r kreuz r. Die Parabel P2 besitzt die Gleichung y ist gleich 1/8x² minus 1/2x minus 2 mit g gleich r kreuz r. B1.1. Zeigen Sie durch Berechnung der Werte für a und b, dass die Parabel P1 die Gleichung y ist gleich minus 1/4x² plus 2x plus 3 besitzt. Zeichnen Sie sodann die Parabel P1 und P2 für x Element Intervall minus 2 bis 9 in ein Koordinatensystem. Und für die Zeichnung gilt Längeneinheit 1 cm von minus 3 bis 10 auf der x-Achse und von minus 3 bis 8 auf der y-Achse. So, zuerst soll man also zeigen, dass P1 diese Parabelgleichung besitzt. So, wir schauen uns an, was gegeben ist. Es gibt drei Möglichkeiten, Parabelgleichungen aufzustellen. Für zwei Möglichkeiten brauchen wir den Scheitelpunkt, aber da der nicht gegeben ist, bleibt dann nur noch die dritte Möglichkeit übrig. Wir haben hier zwei Punkte und einen weiteren Wert. Das heißt, wir setzen erstmal Punkt P in diese Gleichung ein und dann nochmal eine zweite Gleichung mit Punkt Q. Also Gleichung 1, für y setzen wir den y-Wert ein, das ist dann minus 2, ist gleich a mal, und jetzt für x den x-Wert einsetzen, minus 2 hoch 2, bei negativen Zahlen bitte die Klammer nicht vergessen bei den Quadraten, plus b ist ebenfalls nicht bekannt, das heißt wieder für x minus 2 einsetzen und hinten dran steht noch plus 3. So, das gleiche machen wir jetzt mit Punkt Q. Erst fangen wir mit der y-Koordinate an, also 3 ist a mal und jetzt die x-Koordinate hoch 2, das heißt 8 hoch 2 plus b mal 8 plus 3. So, jetzt gibt es ein paar verschiedene Möglichkeiten, das auszurechnen, also die Werte für b und c zu berechnen. Wir haben jetzt hier ein lineares Gleichungssystem, das wir jetzt zum Beispiel über Gleichsetzen lösen können. Es gibt aber viele Möglichkeiten. Ich entscheide mich jetzt für das Gleichungssystem. So, zuerst vereinfachen wir alles so weit wie möglich. Minus 2 hoch 2 sind 4, also 4a. Dann b mal minus 2 schreibe ich jetzt um zu minus 2b plus 3. Und die zweite Gleichung lautet dann 3 ist gleich 64a plus 8b. Plus 3. So, Gleichsetzungsverfahren heißt, ich löse nach einer der beiden Variablen auf. Wenn a und b gesucht sind, dann würde ich empfehlen, immer nach b aufzulösen, weil dann tut man sich nachher mit dem Teilen einfacher. Das heißt, ich sammle jetzt alle Zahlen ohne b auf der linken Seite und alle Zahlen mit b auf der rechten Seite. Hier muss ich also rechnen minus 4a und minus 3. Dann minus 2, minus 3 sind minus 5 und minus 4a ist gleich minus 2b. Und bei der zweiten Gleichung muss ich rechnen minus 64a minus 3. 3 minus 3 ist 0 und bleibt hier also noch minus 64a übrig, ist gleich 8b. So, jetzt muss ich durch den Faktor vor b teilen, um das b alleine dastehen zu haben. Also geteilt durch minus 2. Minus 5 geteilt durch minus 2 sind 2,5. Ja, minus geteilt durch minus ist plus und 5 geteilt durch 2 sind 2,5. Und dann nochmal auch die zweite Zahl teilen. Minus geteilt durch minus ist plus und 4 geteilt durch 2 sind 2. Also 2,5 plus 2a ist gleich b. Hier machen wir das gleiche, geteilt durch 8. Und dann minus geteilt durch plus ist minus, 64 durch 8 ist 8a. So, hier sieht man den Vorteil, wenn man nach b auflöst, hätte ich jetzt nach a aufgelöst, dann hätte ich jetzt in diesem Schritt durch 64 teilen müssen, dann wäre eine unschöne Kommazahl rauskommen. Deswegen nach b auflösen. So, wir haben jetzt auf der rechten Seite nur noch das b stehen, also können wir jetzt gleichsetzen. Das heißt, die Gleichung 1 ist das gleiche wie Gleichung 2. Also für dieses b hier setzen wir einfach den Wert hier ein. 2,5 plus 2a
lauter Striche, ist gleich minus 8a. Ja, also hier wissen wir, b ist 2,5 plus 2a und b ist minus 8a. Also ersetzen wir dieses b durch diesen Wert hier. So, den lösen wir jetzt nach a auf. Da können wir uns einfach rechnen, minus 2a, also ich bringe diese 2a hier auf die andere Seite rüber. Und dann bleibt Ihnen 2,5 ist gleich minus 10a, weil minus 8, minus, also minus 8a minus 2a sind minus 10a. Und muss jetzt durch den Zahlfaktor vor a teilen, also geteilt durch minus 10. Und dann folgt 2, also plus geteilt durch minus ist minus und 2,5 durch 10 heißt es, 1 nach links verschieben sind minus 0,25 ist gleich a. So, und wenn man es schon mal mit der Gleichung oben mal anschaut, ob das überhaupt stimmen kann. Hier heißt ja, es soll minus 1 Viertel x Quadrat sein, also a soll minus 1 Viertel sein und 1 Viertel ist nichts anderes als 0,25. Also stimmt soweit. So, jetzt müssen wir dieses a noch in eine der beiden Gleichungen hier oben einsetzen, um das b rauszubekommen. Ich entscheide mich jetzt hier für Gleichung 2, weil die etwas einfacher ist. Also in 2 eingesetzt, folgt daraus minus 8 mal minus 0,25 ist gleich b. Und das vereinfachen wir, minus mal minus ist plus und 8 mal 0,25 sind 2. So, also folgt daraus, y ist gleich minus 0,25x² plus 2b, 2x, nicht b, plus 3. So, vergleichen wir nochmal mit der obigen Gleichung. Da haben wir jetzt auch minus 0,25x² plus 2x plus 3. Perfekt. So, nächster Teil ist, zeichnen Sie so dann Parabeln P1 und P2 für x minus 2 bis 9 in ein Koordinatensystem ein. So, hier ist die Größe des Koordinatensystems angegeben, also zeichnen wir erstmal das Koordinatensystem. Lasst genügend Platz nach oben. So, ich muss jetzt hier die Eigenschaften des PCs ein bisschen zu Hilfe nehmen, weil es nicht so einfach ist, hier gerade Linien zu zeichnen. So, es geht nach auf x und y Richtung bis nach minus 3. Also zeichne ich das schon mal ein. Und dann geht es in die positive Richtung auf der x-Achse bis 10 brauchen wir es. Und auf der y-Achse bis 8. So, jetzt müssen wir die Parabel noch einzeichnen. Theoretisch müssen wir jetzt für jeden x-Wert den zugehörigen y-Wert als den Funktionswert berechnen und dann einzeichnen. Wenn man einen Taschenrechner mit Tabellenfunktion hat, ist das natürlich eine Spur einfacher. Da benutzen wir jetzt den Sharp. Hier habe ich jetzt eine alte Gleichung drin. Bei y1 tippen wir jetzt einfach die erste Gleichung ein. Das waren unsere minus 0,25x² plus 2x plus 3. Und die zweite Gleichung können wir eigentlich auch gleich eintippen. Die hieß plus 1/8. Halt einmal zu viel. x² minus 1/2x. Nicht vergessen und minus 2. So, und wenn wir jetzt einfach auf Table gehen, dann können wir gleich die entsprechenden Werte ablesen. Wir müssen bei minus 2 beginnen, also
gehen wir hoch, bis wir bei der minus 2 sind und haben jetzt hier unsere Punkte. Der erste Punkt heißt also minus 2 minus 2 bzw. minus 2 minus 0,5. So gehen wir jetzt alle Punkte hier nach. Erst für minus 2, dann minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bis wir bei 9 angelangt sind und tragen diese Punkte in das Koordinatensystem ein. So, der erste Punkt hier ist also minus 2, minus 2. Ich mache jetzt erst alle Punkte für P1, also Parabel 1, um nicht durcheinander zu kommen. Dann haben wir minus 1, 0,75, ja, das ist schon hier oben. Dann 0, 3. 1,4,75, 2,6, 3,6,75, 4 und 7. Ja, und jetzt merkt man schon, hier geht es dann wieder runter. Das heißt, hier kann man sich auch die Symmetrieachse ein bisschen zunutze machen, einfach jetzt wieder abwärts gehen mit den entsprechenden Punkten. Bei 9 sind wir 0,75 und den 10er kann man auch noch einzeichnen bei minus 2. So, und mal gucken, ob ich das auch auf dem PC schön verbinden kann. Möglichst keine Dellen reinbringen. Aber das ist auf dem PC leichter gesagt als getan, wie ihr jetzt gerade seht. Ja, mit Bleistift kann man es natürlich schöner zeichnen. So, gut, und das gleiche machen wir jetzt mit der Parabel 2. Da haben wir minus 2 und minus 0,5. Dann minus 1, minus 1,375. Ja, ganz genau kann man den nicht einzeichnen, aber halt ungefähr den richtigen Wert nehmen. Dann 0 minus 2, 1 minus 2,375, dann 2 minus 2,5, 3 minus 2,375, also hier geht es jetzt wieder nach oben, dann kann man es wieder grob als Spiegelachse sehen und die Punkte jetzt wieder symmetrisch übertragen. So, bei der 7 müssen wir jetzt aber wieder nachgucken. 0,625, bei der 8 sind es dann 2, ja, wo, da. Und bei der 9 3,625, das ist ungefähr hier. So, und jetzt nochmal möglichst schön einzeichnen, ohne Dellen. Perfekt. Ja, dann wäre die Aufgabe fertig.